In diesem Video möchte ich dir ein Verhalten ans Herz legen, was dich automatisch glücklicher machen wird. Egal, ob du dich gerade okay glücklich fühlst oder ob du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sehr unglücklich bist. Wenn du das machst, sage ich dir, dein Leben wird sich deutlich positiv verändern. Du wirst dich viel, viel besser fühlen. Auf diesen Gedanken bin ich jetzt nochmal gekommen, weil ich nochmal an ein Gespräch gedacht habe, was ich mit einem Freund vor ein paar Monaten geführt habe. Besagter Freund hat mir gesagt, Ramon, ich habe alles, was die Menschen sich wünschen. Ich bin fit und gesund, ich habe eine tolle Partnerschaft, ich bin reich. Ja, der Freund von mir, der ist Unternehmer und der hat wirklich finanziell ausgesorgt. Und er sagte, ich habe alles, was die Menschen sich wünschen, wonach sie streben, aber ich fühle mich irgendwie trotzdem nicht glücklicher als vorher. Ich fühle mich nicht glücklicher als andere. Das ist irgendwie total komisch für mich. Und das liegt daran, das kann man relativ leicht erklären, weil wir zeigen konnten, dass das Streben nach materiellen Gütern, ich hätte gerne das tollere Auto oder das Haus oder den Reichtum oder sonst irgendwas, macht uns nicht automatisch glücklicher. Ja, das Verfolgen von Zielen, die uns wichtig sind, das macht uns tatsächlich nachweislich glücklicher. Aber einfach dieser Zustand, dass es uns irgendwie besonders gut geht, macht uns nicht zwangsweise automatisch glücklicher. Aber es gibt eine Sache, die uns glücklicher macht. Und das habe ich ihm damals auch gesagt. Und das möchte ich auch jetzt dir sagen. Selbst wenn du nicht in so einer Position bist wie er, selbst wenn du dich fühlst, als wäre in deinem Leben gerade alles irgendwie blöd. Und der Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, basiert auf einem Grundkonzept. Ja? Und zwar, wir alle haben ähnliche Bedürfnisse. Es gibt menschliche Bedürfnisse, die wir alle haben, die sogenannten Grundbedürfnisse. Und das sind zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Verbundenheit und so weiter und so fort. Übrigens, wenn du mal lachen möchtest, mein allererstes YouTube-Video ging genau um besagte Grundbedürfnisse. Das war ein Konzept, was ich vorgestellt habe von Tony Robbins. Wenn du dir das mal anschauen möchtest, also das Konzept ist mega, die Art und Weise, wie ich da vor der Kamera gesprochen habe, vielleicht nicht so. Wenn du mal gut unterhalten sein möchtest, schau dir das Video an. Das ist einerseits nützlich, aber auch ganz witzig. So, aber eins dieser Grundbedürfnisse, die wir alle haben, bedienen wir nicht alle. Also wir alle haben in uns dieses Bedürfnis, aber wir bedienen es nicht. Und wenn wir es bedienen oder bedienen würden, würde es uns signifikant besser gehen. Und ich möchte dir jetzt sagen, welches Bedürfnis das ist. Es ist das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten zum Leben von anderen, also anderen Menschen oder anderen Tieren, einen Beitrag leisten, der nichts mit unseren eigenen Wünschen oder Vorstellungen zu tun hat, sondern einfach nur, um zu helfen, einfach nur aus Nächstenliebe, jemandem, dem es schlecht geht, zu helfen. Und da ist es völlig egal erstmal, wer das ist. Ja, es ist egal, ob es alte Menschen sind, kranke Menschen, Kinder in Not, Tiere. Ist völlig egal. Ja, du musst für dich nur jemanden finden, der dir am Herzen liegt. Ja, alte Menschen liegen mir am Herzen, kranke Menschen liegen mir am Herzen, Kinder liegen mir am Herzen, wie auch immer. Für mich persönlich als Ramon sind es Kinder. Wenn ich sehe, dass ein Kind in meinen Augen schlecht behandelt wird von seinen Eltern, da blutet mir das Herz. Da bin ich auch häufig wirklich hilflos. Ja, wenn ich Statistiken sehe, dass in der Stadt, in der ich wohne, in Schwerin, dass da über ein Viertel der Kinder, 27%, in Kinderarmut leben. Also Kinderarmut ist natürlich jetzt in Deutschland relative Armut, muss man fairerweise sagen. Die leben von Sozialleistungen, aber es gibt Kinder, für die ist am Ende des Monats nicht genug Essen da. Da könnte ich heulen, wenn ich über sowas drüber nachdenke. Und das heißt, wenn wir uns eine Gruppe suchen von Menschen oder Tieren, die uns am Herzen liegen und wir tun für die etwas, einfach nur, damit es denen besser geht, wird es uns signifikant besser gehen. Das hat Tony Robbins auch damals schon gesagt, wenn es dir schlecht geht, hilf anderen Menschen. Das basiert auf dieser Erkenntnis, dass wenn wir
dieses Bedürfnis nach Beitrag leisten bedienen, bedienen wir alle unsere anderen Bedürfnisse mit. Es gibt uns Sicherheit, weil wir das Gefühl bekommen, hey, ich bin wirksam, ich kann was bewegen. Es gibt uns Abwechslung, weil es uns in der Regel aus unserem egozentrierten Leben, wo wir nur mit unseren eigenen Problemen beschäftigt sind, rausholt. Es lässt uns Verbundenheit spüren, weil Menschen uns dankbar sein werden. Es lässt uns bedeutsam fühlen. Bedeutsamkeit ist auch ein Grundbedürfnis. Ja, wir merken, wir, das, was wir tun, unsere Taten sind wichtig für andere. Und wenn wir einen großen Beitrag leisten wollen, dann bedient es auch unser Bedürfnis nach Wachstum. Wenn diese ganzen Begriffe jetzt für dich irgendwie fremd waren, dann, wie gesagt, schau dir besagtes Video über die Grundbedürfnisse an, da gehe ich darauf nochmal ein. Was heißt das eigentlich? Heißt das jetzt, du musst spenden? Nein. Es ist tatsächlich jetzt auch wieder völlig egal, welche Form der Hilfe du nimmst. Ja, es gibt Menschen, die haben große finanzielle Mittel, damit können sie viel bewegen. Geld bewegt nun mal viel. Spenden kann total viel bewegen und kann dich dementsprechend, wenn du es einsetzt für etwas, was dir wichtig ist, kann es dich extrem viel glücklicher machen. Aber es muss nicht Geld sein. Wenn du das Gefühl hast, ich habe kein Geld, ich komme selbst kaum über die Runden, aber ich möchte gerne helfen, dann schenk doch Zeit oder Aufmerksamkeit. Ja, unterstütz die, jetzt mal ganz plakativ, die alte Dame beim Einkaufen. Unterstütz, ich denke gerade an eine befreundete Unternehmerin von mir, neben ihrem Laden macht die einmal pro Woche einen Nachmittag mit einem Kind. Weil jetzt gerade auch in Corona-Zeit, also sie liebt Kinder und ich weiß gar nicht, ist das Kind jetzt 8 oder 9 oder keine Ahnung, ist völlig egal. Aber Fakt ist, wie so vielen Kindern und Eltern ist jetzt gerade dieses Schicksal zuteil, beide Eltern müssen Vollzeit arbeiten und das auch noch im Homeoffice. Das heißt, die Eltern sind da, das Kind konnte nicht in die Schule, weil die Schulen geschlossen waren. Und dieses junge Kind musste den ganzen Tag sich alleine beschäftigen, ruhig sitzen und ruhig sein, weil Mama und Papa jetzt ja nicht gestört werden durften oder krach gemacht werden dürfen. Das ist so beschissen für die Eltern natürlich, aber besonders natürlich auch fürs Kind und die Psyche des Kindes. Ja, kein Austausch mit Gleichaltrigen, ist eine Katastrophe. Und was macht sie? Einmal pro Woche holt sie dieses Kind aus der Familie raus und geht mit dem was Schönes machen. Beziehungsweise jetzt ist die Schule wieder auf, ne, und so weiter. Sie macht es trotzdem noch. Aber was für eine Entlastung für die Eltern und was für ein wunderbarer Einsatz für das Kind. Und da ist kein Geld im Spiel. Ne, die Frau nimmt kein Geld in die Hand, die nimmt ihre Zeit und Aufmerksamkeit in die Hand. Ja? Du gehst mit Hunden aus dem Tierheim spazieren, gibst denen Liebe und Aufmerksamkeit. Es ist egal, was du merkst, ich könnte jetzt hier da stundenlang drüber erzählen. Der Kerngedanke dieses Videos ist, tue anderen Gutes und du machst nicht nur die Welt besser, sondern du machst auch dein eigenes Leben besser. Ich garantiere dir, dir wird es besser gehen. Du wirst glücklicher sein. Du wirst womöglich eine Zufriedenheit spüren, die du so noch nicht kanntest. Ja? Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man anderen Menschen in Not hilft und sich mit dem Leid auseinandersetzt, das macht einen auch mal traurig. Aber auch das ist jetzt zum Beispiel meine persönliche Erfahrung. Ich habe letztens wieder von einer Aktion gehört, die gibt es ja viel, aber als ich das nochmal gelesen habe, hat mich das total berührt, dass zu Weihnachten hier in Schwerin sich Erwachsene zusammengesetzt haben und irgendwie 160 Weihnachtsgeschenke zusammengepackt haben, weil es so viele Kinder gibt, die keine Weihnachtsgeschenke kriegen. Auch da, ich saß da und habe erstmal geheult, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Oh, ich könnte ja schon wieder heulen. Wie kam ich denn jetzt auf den Gedanken? Also, stimmt. Also, wenn du jemandem helfen willst, kann natürlich auch das Leid, was du dort siehst, dich erstmal berühren und traurig machen. Aber auch diese Traurigkeit hat irgendwie eine andere Qualität, als wenn wir traurig sind über unser eigenes Leid. Das ist mehr ein Mitgefühl und das fühlt sich auch nicht mehr schön an, aber es hat irgendwie eine positivere Qualität. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreibe, das ist meine persönliche Erfahrung. Deswegen mein Appell an dich, such dir eine Möglichkeit, wie du einen Beitrag leisten kannst und du wirst glücklicher sein, als du dir vorstellen kannst. Ach so, da fällt mir noch eine Sache ein. Das ist eine typische Reaktion, die ich bekomme. Es gibt einen Menschentyp,
also ohne das jetzt kategorisieren zu wollen, aber es gibt Menschen, die sind geprägt durch ihre Kindheit so, dass sie sich grundsätzlich zu sehr aufopfern, dass sie viel zu oft Ja sagen auf ihre eigenen Kosten. Das ist aber nicht das Gleiche. Dieses, ich sage viel zu oft Ja, obwohl ich Nein meine, das ist eine Bewältigungsstrategie aufgrund einer Prägung. Das machst du nicht aus Nächstenliebe, das machst du aus Angst oder aus Schuldgefühlen. Und das ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt auch nicht schlimm oder böse gemeint, sondern das ist eine quasi Überangepasstheit. Also dieses Verhalten entsteht aus einer Not. Ja, ich mache das, weil ich sonst Angst habe, die andere Person verlässt mich. Oder ich mache das, weil ich Angst habe, die andere Person ist enttäuscht von mir. Ja, das, was ich meine, dieses Helfen, von dem ich spreche in diesem Video, ist das reine Helfen einer Person, der es schlechter geht als mir, einfach aus Nächstenliebe. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bin sonst ein böser Mensch, wenn ich es nicht mache. Nicht, weil ich Angst habe, dass die Person mich sonst ablehnt, sondern weil ich einfach helfen möchte. Ja? Und da für alle Menschen, die merken, ich bin da viel zu überangepasst, grundsätzlich schon, und ich mache zu viel auf meine Kosten, klär erstmal das Thema. Da ist übrigens der Hinweis, das ist ja das, was ich in meinem Coaching-Programm immer mache, diese Prägungen zu gucken, wie bist du geprägt, wo kommt das her und das aufzulösen. Wenn du das willst, kannst du unten in der Box gucken, dort gibt es einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir. Aber ansonsten sag dir einfach, wenn du sowieso schon immer zu viel machst, hilf dann aus Nächstenliebe, aber nicht auf deine Kosten. Also nicht, dass es dir dann noch schlechter geht, in Anführungsstrichen, wenn du jemand bist, der sich eh zu viel aufopfert aufgrund dieser Prägung. Ich hoffe, dieses Video hat dich berührt und inspiriert, Gutes zu tun. Du wirst damit anderen Gutes tun und gleichzeitig dir Gutes tun. Wenn dir das geholfen hat, dann ganz viele Daumen hoch bitte. Das hilft meinen Videos und leite das an Leute weiter, die das hören müssen oder sehen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.